Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Nach Lagebesprechung im Chat zwischen der letzten und dieser Folge sind wir mal auf die Idee gekommen, dass wir es einfach mal mit schnellem, hartem Single-Target probieren. Wir haben Boindil jetzt doch mit. Boindil sitzt auf dem Trank, den frisst er auch gleich am Anfang. Wir haben Namora mit, weil sie durch ihren Meuchelmord so unglaublich viel Schaden austeilt. Wir haben Bavragor mit, vielleicht so ein bisschen als Lockmittel. Ich will mal versuchen, ihn tatsächlich, also die Vorschläge kamen jetzt alle mehr oder weniger aus dem Chat, ihn vielleicht zwischen die Füße des Golems zu stellen, dass sich alle Gegner einfach auf ihn konzentrieren, weil, ne, wenn er tot ist, dann steht er wieder auf. Und insofern probieren wir das jetzt mal so. Und wenn das auch nicht klappt, dann die wahrscheinlich längsten 25 Sekunden der Welt. Ich habe gerade gesagt, der Heal von Andokai hat auch ewig lang Cooldown, und dabei sind das nur 25 Sekunden. Und die kommen mir halt jedes Mal wie eine Ewigkeit vor. Vor allem, wenn du den Heal herbeisehnst, wenn du ihn brauchst. Och, Kinders, es ist eigentlich schon viel zu spät zum Stream in der Woche für mich, meine Herren. Komm. Stopp. Hallo? Wieso hat Boindil keinen Trank? Ja? Kann man mir das mitteilen? Mhm. Was denn? Was ist denn los mit dem Spiel? Was stimmt denn mit dem Spiel nicht? Oder kann man immer nur eine Trankart mithaben? Das kann nicht sein. Was ist das? Maga raus, Goimga raus, Bavragor rein, Namora rein. So, Namora hängt auf dem Trank. Boindil hat den Trank. Eindeutig. Hat sich sonst noch irgendwas geändert? Wir probieren das nochmal. Und jetzt? Kein Trank da. Oink, oink, kleines Schweinchen. Dann oink ich mich halt hoch, vernichte den Golem. So, pass auf. Bavragor. Warum denn nicht? Einmal bitte hier. Ja, ich weiß, dass oink, oink, Was? Namora. Oh Gott, der Schaden ist ja mickrig. Nein, jetzt haut der Golem zu, jetzt sind wir gleich tot. Boindil, gib ihm! Gib ihm hart! Schon erledigt. Wir schlagen verdammt hart zu! Scheiße. Golem ist, aber den Golem kann ich nicht attackieren, oder? Es macht auch keinen Sinn, dass ich ihn es würde keinen Sinn machen, dass ich ihn, wenn ich ihn attackieren könnte. Ja? In Ordnung. So, liebe Namora. Ja. Und weiter. Nein, Namora, warum? Nicht erledigt. Schnell genug.
Jo. Also los. Mhm. Du Tung, hier stehst du da eigentlich gut. Schluss damit! Attacke! Das ist doch alles scheiße. Für Frakas. Andere! Nicht so! Nicht mein so! Gott. Einnehmen! Es macht keinen Sinn, dass der Golem mit seinem Angriff alle weghaut, außer den Famulus. Das ist richtig. Gefühlt fehlen ein paar Level. Naja. Es gibt ja nur 10. Das heißt, wir sind fast am Maximum. Warum ist das wieder zurückgesetzt? Scheiß Autosave. Ich glaube, Namora ist eigentlich ganz gut. Also, weil sie auch mit Erbarmungslos ziemlich viel Schaden macht. Die Sache ist auch die, der Golem holt ja relativ lange aus. Das sieht man ja theoretisch. Allerdings, wenn man die ganzen Gegner dann da an der Backe hat und die da rumstehen, dann kommt man da ja auch nicht schnell genug weg. Also mit Namora schon mal gar nicht, mit Tungdil und mit Boindil könnte man wegspringen. Aber Goimgar mit seinen Glassteinen, um die Gegner wegzulenken, da ja, könnte man auch drüber nachdenken. Die riesige Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ist halt, dass Boindil so wenig Leben hat. Und dass der Trank offensichtlich nicht funktioniert. Pass auf, da probiere ich jetzt aber auch mal was. Ich setze Boindil einfach auf den normalen Trank mal mit drauf. Vielleicht bringt es ja was. Ja, Namora hat auch den Skill, dass sie sich übers Feld porten kann, ist richtig. Hier dort. Namora bewegt sich ein Stück blitzschnell und unbemerkt über das Schlachtfeld. Probier jetzt nochmal, ich habe Goimgar von dem großen Trank mal runtergenommen. Ich probiere jetzt mal, ob Boindil den jetzt vielleicht kriegt, wenn er da alleine drauf hängt. Ich weiß es nicht. Jetzt die Frage, Bavragor, weil er halt nicht sterben kann, oder die Maga, weil sie zwischendrin immer mal wieder heilen kann. Wobei, wenn der Golem loslegt und one-shottet, dann bringt die Heilung auch nichts im Endeffekt. Probier's mal mit Andokai statt Bavragor. Was denn? Und jetzt? Spiel, was stimmt denn nicht mit dir?
Kann man nur eine Trankart mithaben? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Hm? Ich verstehe es schlicht nicht. Ja? Sofort. Hä? Komm her, du! Stopp. Sofort wieder Stopp. Ja. Was denn? Was? Shit. Schon erledigt. Haha! Hm? Mit Vergnügen. So, Namora. Bin dran. Und weiter. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja! Ach, hey! Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Und jetzt muss ich irgendwie alle... Entschuldigung, dass ich so ruhig bin. Famulus weg. Steingolem weg. Amras Durst. Dass der Golem zusammenfällt, macht ja Sinn. Wenn der Beschwörer weg ist, dann... gehen normalerweise auch die beschworenen Kreaturen ein. Und ja, genau, das mit dem einen Angreifer töten, verstehe ich ja halt auch nicht. Und jetzt? Oink, oink, kleines Schweinchen. Oink, oink, kleines Schweinchen. Ja? Auf den Weg. Stopp. Hm? Oh. Alles klar. Ja, jetzt kommen, glaube ich, auch keine weiteren Angreifer mehr. Das heißt, wir müssen hier die paar noch irgendwie umnieten. Am besten vielleicht mit einer schicken Explosion? Er hat sich ja kaum gewehrt. Wir haben ja Boeing die Beste dabei. Seht ihr, selbst mit zwei... Selbst mit nur zwei Lebenspunkten ist Boeing Deal hier... Oder, na, wir müssen es anders sagen. Selbst mit sechs Verletzungen... ist Boeing Deal hier... Schon erledigt. Wo ist der Nächste? Der Held. Ja. Bundal, könntest du mal... Na, jetzt ist Boeing Deal gestorben. Was denn? Jetzt haben wir nicht aufgepasst. Scheiße. Abscheuliche Kreatur! Ja. Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Ich liebe dich. Namora ist auch tot. Ich glaube aber tatsächlich, das ist nicht schlimm. Das wird jetzt wehtun. Was für eine Zeitverschwendung. Hm? Einverstanden. So. Ja! Hä? Spüre meine Macht. Mhm. Was denn? Och, Herr im Himmel. Hoffen wir, das war das letzte Hindernis auf dem Weg zu deinem Sieg, Tungdil.
Ich habe es bereits gesagt, aber ich sage es erneut. Ich will den Thron nicht und wollte ihn auch nie. Mir geht es allein darum, das geborgene Land zu retten. Wenn ich es nicht schaffe, sorge du dafür, dass die Feuerklinge geschmiedet wird. Und versprich mir, dass du mit Namora und der Feuerklinge gegen Nordom ziehen wirst. Gandogar neigt sein Haupt. Bei Vrakas und Giselbart Eisenauge, in dessen Reich wir stehen. Ich schwöre, dass ich nicht eher ruhen werde, bis Nordom tot ist. Aber du wirst dabei an meiner Seite sein. So, wir haben noch ein paar Stufenaufstiege, die wir in der Folge jetzt gegen Ende noch uns gleich anschauen werden. Wir haben fast alle auf Max-Level. Balindis fehlt und wahrscheinlich fehlt Andokai und Jerun. Tungdir sogar. Auch noch. Okay. Heiligsblechle. Boindil. Schadensbonus. Boindil macht für kurze Zeit, das ist das gleiche, was Tungdil hat. Kampfrausch. Boindil erhält für eine Zeit doppelt so viele AP, wenn er Gegner tötet. Ja, nehme ich. Rodario. Bei dir kann ich nicht auswählen, überzeugen. Rodario redet auf seine Feinde ein und kann sie überzeugen, auf seiner Seite weiterzukämpfen. Das Symbol ist cool. So ein Marionettenkreuz. Voll cool. Namora, entweder auch überzeugen oder den Schattentod. Namora erscheint hinter einem Gegner und fügt ihm Schaden zu. 75% Wahrscheinlichkeit, zum nächsten Gegner zu springen, bis zu 10 Gegner. Joa, nehmen wir mal mit. Furgas, Granatenwerfer. Furgas feuert Granaten ab, die beim Aufschlag explodieren. Furgas sieht irgendwie so voll futuristisch aus. Aber er ist halt ein Magister Technicus. Du fandest diesen Kampf kacke. 32 Proviant und ein bisschen Kohle. Halleluja, drei Kreuze innen Kalender. Ja. Mach ich nachher auch. Dass wir den Kampf durch haben. Ich glaube, es wird aber auch nicht einfacher. Das ist doch nicht wahr. Es sieht aus, als haben sich alle Scheusale des geborgenen Landes hier versammelt. Du holst tief Luft. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugehen. Das Tor zur Esche ist am anderen Ende der Halle. Schützt diejenigen, die für die Erschaffung der Feuerklinge wichtig sind. Wir anderen sind entbehrlich. Zum Angriff! Für das geborgene Land! Ja, ja. Für Vrakas! Ja, ja. Oik, oik, ich komme! Ja, ja. Geil. Geil, das wird... Ach du Scheiße. Oh. Gut, hier ist aber jetzt wirklich... Das machen wir jetzt im nächsten Stream. Wir nähern uns dem Ende. Das ist ja so heftig, dass du hier die Verletzungen nicht heilen kannst. Das ist ja richtig übel. Also da ist, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Balance im Spiel. Manchmal ist es total easy und manchmal fragst du dich, klar, wir sind im Endgame, da darf ein Spiel gerne anziehen, das ist überhaupt keine Frage, aber das finde ich ein bisschen zu krasser Anstieg der Schwierigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Kämpfe an sich sind ja schon nicht so einfach und wenn du dann auch noch irgendwie mit 6 Verletzungen, bei Boindir jetzt wahrscheinlich 7, also mit einem von 8 Lebensbalken in den Kampf gehst. Also das finde ich, das wird im nächsten Stream auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit und in der nächsten Folge. Da bin ich mal gespannt, wie lange wir da beim letzten Stream, also ich vermute, dass der nächste Stream der letzte ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch so mega viel kommt. Im Buch kommt da, glaube ich, auch nicht mehr viel. Naja, wir werden sehen. Ich will mal nicht zu viel voraussagen, ob es wirklich der letzte Zwergenstream ist. Auf jeden Fall
Also wenn wir für den Kampf jetzt auch irgendwie 2-3 Folgen brauchen, dann wird der nächste Stream natürlich nicht der letzte. Da müssen wir dann mal schauen, ne? Ich bin auf jeden Fall zum einen sehr gespannt, zum anderen auch ein bisschen verärgert über den Anstieg des Schwierigkeitsgrades, weil das doch ein bisschen zu viel ist. Also gerade die Sache mit den Albe, der Kampf, die Kämpfe waren ja super easy. Man verfällt dann so ein bisschen in so eine, boah, das geht ja alles, und dann kommt halt plötzlich dieser steile Anstieg der Schwierigkeit. Das ist schon heftig. Aber gut, wir haben die ersten beiden Kämpfe in der Festung der Fünften überstanden. Wir müssen jetzt diesen Kampf überstehen, um ja dann hoffentlich bald die Feuerklinge schmieden zu können. Und sobald wir die Feuerklinge haben, steht dann hoffentlich auch bald der Kampf an, für den wir diese Klinge, diese Axt überhaupt herstellen, nämlich der Kampf gegen Nord-On. Und ja, ich bin alles in allem gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, doch, ich habe auch ein bisschen Angst vor den Kämpfen. Aber gut, wir werden sehen, was uns hier im nächsten Stream für ein Schicksal ereilt. Bis hier sage ich auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.